Peace Leute, was geht? Herzlich willkommen zu einem neuen Video vom Kanal. Heute geht's um Winterjacken. Wir hatten hier auf dem Kanal schon vor einem Monat die Übergangsjacken, aber ich habe selber gemerkt, es wird langsam kalt. Ich habe schon Winterjacken an, deswegen dachte ich, machen wir einen Winterjacken-Guide. Vielleicht kann ich mich dabei ein bisschen inspirieren, vielleicht den Typ von Jacke zu holen oder von da zu holen, weil es da welche gut gibt oder weil es da welche gibt, die gut sind oder gut aussehen oder ich aus eigener Erfahrung sprechen kann, dass die und die gut sind, die und die schlecht. Deswegen soll es wieder ein Video sein, wo ich euch vielleicht etwas inspirieren kann oder weiterhelfen kann, wenn ihr schon eine passende Winterjacke habt, dann werde ich leider falsch, aber würde mich trotzdem freuen, wenn ihr bis zum Ende da bleibt. Und ja, dann würde ich sagen, fangen wir mal an, direkt mit dem ersten Beispiel. Das ist ja das Beispiel an mir. Ich werde euch wieder irgendwo links oder rechts etwas einblenden. Das ist jetzt, glaube ich, links oder rechts, glaube ich, keine Ahnung. Auf jeden Fall, genau. Fangen wir mit dem ersten an. Das ist genau das Beispiel an mir, oder mein Beispiel ist ja gesagt. Ich habe tatsächlich 3 Winterjacken, glaube ich gerade. Ja, 2 Daunenjacken, eine Parka. Darüber werden wir gleich sprechen. Wir fangen erstmal an mit der hier. Das ist von The North Face. Ja, das ist die hier. Die sieht jetzt erstmal auf dem ersten Blick, glaube ich, relativ schwarz aus. Glaube ich. Ich habe so eine dunkelblaue Schwarzstreiche, deswegen. Ja. Also für mich ist die Jacke auf jeden Fall komplett schwarz, wie ihr hier jetzt aber auf dem Bild seht, anscheinend nicht. Das Bild ist mit Blitzlicht geschossen und da sieht man anscheinend, dass die Jacke sehr, 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 sehr dunkelblau ist. Aber ja, das ist eine Daunenjacke. Neben der habe ich noch die hier. Die ist aber tatsächlich blau von Tommy Hilfiger. Die ist etwas dünner als die von The North Face. Aber ja, auf jeden Fall The North Face kann ich auf jeden Fall sehr, sehr empfehlen. Wenn ihr sagt, stylisch, gehe ich einen Schritt zurück. Dafür achte ich darauf, dass ich warm bleibe oder dass es einfach warm hält. Die Jacke hält extrem warm. Ist zwar etwas teurer, ich glaube, ich habe 250 dafür gezahlt. Ja, ich wollte halt einfach eine Winterjacke haben, die schwarz ist erstmal, weil ich die Tom Hilfiger, die ich euch eben gerade gezeigt habe, davor hatte. Und vor der hatte ich noch eine grüne Parka. Da blende ich euch jetzt auch mal ein Bild ein. Die muss ich aber hier nochmal kurz raussuchen. Aber die habe ich, ja, blende ich euch hier nochmal ein. Das war so eine grüne Kujo, heißt das, glaube ich, oder Kujo. Und die hatte ich 2 Jahre, deswegen wollte ich danach halt erstmal eine Daunenjacke haben, die halt ja bis zur Hüfte geht, auf die halt nicht zu lang. Dann hatte ich die und dann habe ich mir halt diese North Face als nächstes geholt. Ich muss sagen, die hält warm, ist fresh, finde ich. Klar, jetzt gibt es gerade mal wieder so Memes. Ich weiß nicht, ob ihr die Memes kennt, aber wenn die Winterzeit anbricht, gibt es ja immer mal wieder 1-2 Kanaken, die gerne auf die Wellenstein zurückgreifen. Und ich glaube, The North Face oder diese Jacken von The North Face sind jetzt die neuen Wellensteins, weil die, glaube ich, jeder hat. Aber ja, was willst du machen? Die hält warm, macht ihren Job und ja. Also die kann ich euch auf jeden Fall empfehlen. Bleiben wir ganz kurz bei The North Face und bei Daunenjacken, glaube ich, gibt es die hier. Und das ist, die heißt The North Face Himalayan oder Himalayan, wenn man das auch mal ausspricht. Und da bin ich tatsächlich auch gerade dabei zu überlegen, die zu holen. Die ist aber auch echt teuer, die kostet 3,25. Aber ja, die hat eine Kapuze, ist relativ dick. Ich hatte die, glaube ich, auch schon mal an, wenn ich mich nicht falsch erinnere. Aber auf jeden Fall, wenn ihr so sagt, also das sind halt wahrscheinlich eher so Jacken, die da, wo ihr sagt, so okay, styletechnisch gehe ich vielleicht einen Schritt runter, achte darauf aber, dass ich warm halte und dass ich warm bin, wenn es mal kalt ist. Aber ja, auf jeden Fall kann ich euch North Face empfehlen, vor allem für den Winter, weil die immer relativ warm halten. Und ja, wenn ihr aber sagt, ihr wollt styletechnisch oder farbtechnisch ein bisschen oder sagen wir mal einfach einen Schritt höher gehen und dann mit dem Preis etwas runter, kann ich euch auf jeden Fall die Daunenjacken, also ich glaube, sie heißen immer noch Daunenjacken, aber sie sind halt nicht mit Daune gefüttert, deswegen sind sie ein bisschen günstiger. Dann haben wir hier das erste Beispiel von ASOS. Ich glaube, die Jacken werden diesen Winter echt gut gehen, weil sie auch einfach styletechnisch und farbtechnisch sehr gut sind, finde ich. Gut, man muss ja gucken, wie warm die halten, weil die sind mit Vlies, nee, nicht mit Vlies gefüllt, sondern mit Polyester. Und ich glaube, Polyester, also ich glaube, jeder weiß, dass Polyester nicht so warm hält wie Daune. Das wäre wahrscheinlich das einzige Manko an der Jacke. Die kosten nur 80 Euro. Habt ihr einmal halt so weiß. Dann habt ihr nochmal so ein grün-khaki, glaube ich, nennt man das. Und dann habt ihr halt nochmal so eine beige Farbe. Die ist halt etwas gecroppter, aber halt so in die Richtung. Ne? So eine Daunenjacken, ja, habt ihr halt die Möglichkeiten. Wie gesagt, da muss man halt gucken, ob man das, ich sag mal, riskieren möchte, besser auszusehen, aber dann zu frieren. Deswegen, man muss, also ich finde halt, für mich persönlich, man muss halt so wie gefühlt immer die goldene Mitte von Style und Wärme oder Geld so halten. Ja, muss man halt gucken. Ja, wenn ihr nicht kälteempfindlich seid, dann sage ich ja, holt euch die, wenn euch die gefallen. Aber wenn ihr kälteempfindlich seid, muss man halt gucken, ob die warm halten. Ja, das ist halt so das Ding. Alternativ kommen wir mal wieder zu The Weekday. Ich denke, so oft, wie ich für die Werbung mache, müsste ich da eigentlich schon Rabattcode oder so halten. Aber die haben auch nicht so viele Winterjacken, muss ich ehrlich gesagt sagen. Ich habe eben gerade ein bisschen geguckt, weil da sind mir die beiden ins Auge gefallen. Heißt das so? Ins Auge gefallen, ins Auge gestochen. Ist eine Steppjacke. Die ist, glaube ich, nicht so dick wie Daunenjacken. Soll aber anscheinend genauso warm halten. Ich habe mich ein bisschen belesen. Ich weiß nicht jetzt, ob es stimmte, aber gehe einfach mal davon aus. Die kosten auch 100 Euro. Da gibt es einmal in so einer cremeweißen Farbe wie hier. Dann auch nochmal die etwas gewagtere Variante in Blau. Auch 100 Euro von The Weekday. Gut, die Farbe kann man jetzt darüber diskutieren, ob man das jetzt so tragen will. Aber könnte man, denke ich, ganz fresh kombinieren. Aber muss ich halt das, denke ich mal, trauen, weil so Standardjacken im Winter sind ja, glaube ich, eher ja, so dunklere Farben, halt so dunkelblau, schwarz. Ja,
Also das wäre schon eine gewagte Option. Anfangs haben wir von Parkern gesprochen. Wenn ihr sagt, so eine Jacken sind nichts für euch, halt so, die nur bis zur Hüfte gehen. Und ihr sagt, nee, ich will noch wärmer bleiben und ich will es ein bisschen länger haben, ein bisschen Oberschenkel oder sonstiges, kommen wir zu Parkern. Bei Parkern, ehrlich gesagt, tue ich mich ein bisschen schwer dieses Jahr. Ich weiß nicht wieso. Ich habe hier ein Beispiel von wieder The Weekday. 160 Euro kostet das Ganze. Sieht eigentlich gut aus, aber ich, keine Ahnung, ich kann mir, also ich sehe es gerade nicht im Auge, also so im Auge vor mir, wie ich Parkerjacken mit Sneakern so fresh kombinieren kann. Wahrscheinlich, wenn man sich jetzt zum Beispiel hier die Off-White Vierer hindenkt, würde das glaube ich auch schon fresh, aber ich weiß nicht, ich sehe Parker und Sneaker irgendwie nicht in einem Outfit zusammen. Also klar kann man das machen, ich will jetzt nicht damit sagen, dass es scheiße aussieht, aber ich persönlich sehe es einfach nicht für mich. Deswegen finde ich Parker vor allem mit Fell für dieses Jahr oder allgemein ein bisschen schwierig. Ich weiß nicht, wie so, aber irgendwie habe ich da gerade so eine Blockade im Kopf. Alternativ auch eine sehr frische Farbe für einen Parker. Wie gesagt, ich würde Parker zwar schon tragen, aber eher ohne Fell. Ich weiß nicht, Fell macht, glaube ich, irgendwie die Jacke so ein bisschen kaputt, finde ich. Wenn ihr eine andere Meinung habt, dann schreibt sie mir gerne mal unten rein. Vielleicht kann ich mich dann ein bisschen umstimmen oder umdenken. Aber auf jeden Fall, wie gesagt, wir hatten eben noch die schwarze. Jetzt haben wir diese, wieder Khaki-Farbe nennt man das, glaube ich, genau, auch für 160 Euro. Und ja. Was ich denke, was dieses Jahr an Winterjacken in sein wird, denke ich auf jeden Fall Downjacken, so wie ich die euch eben gerade gezeigt habe, hier nochmal kurz von Aces. Also wahrscheinlich jetzt nicht von Aces, aber die Art oder der Style von Jacken. Ob die jetzt so in der Farbe sind oder schwarz matt oder schwarz glänzend wie Moncler damals. Ich denke, die Jacken werden diesen Markt oder den Style-Markt, denke ich mal, einfach so dieses Jahr dominieren. Parkas bin ich ehrlich gesagt gespannt. Parkas war vor ein, zwei, drei Jahren mal relativ in, sage ich einfach mal. Bin ich mal gespannt. Bin ich echt gespannt, weil ich habe jetzt ja selber noch eine. Ich glaube aber nicht, dass ich die noch tragen werde. Bin ich echt gespannt, ob ich viele Leute auf der Straße sehen werde oder ob die einfach getragen wird. Bin ich sehr, sehr gespannt. Und ja, dann war es mit dem Video. Ich hoffe, ich konnte ein, zwei oder auch mehr Leute inspirieren mit Downjacken, Parkas oder sonstigen. Falls ja, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, würde mich sehr freuen. Lasst mir ebenfalls einen Kommi da, was für Jacken ihr rockt oder was ihr in Aussicht habt oder was ihr euch diesen Winter holen wollt. Vielleicht habt ihr euch schon was geholt. Lasst mir gerne einen Kommi da unten da. Würde mich sehr, sehr interessieren, was ihr tragt oder was ihr rockt oder was ihr fresh oder was ihr scheiße findet. Ebenfalls würde mich freuen, wenn ihr ein Abo auf diesem Channel natürlich da lässt, damit ihr nichts verpasst, was auf diesem Channel ansteht, denn es stehen ein, zwei, vielleicht auch 3, 4 sehr wilde Unboxings vor oder sind geplant. Ja, also lasst auf jeden Fall ein Abo da, würde mich sehr freuen. Danke dafür. Und dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. Dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin, passt auf euch auf. Peace.